Willkommen zurück, Leute. Stardew Valley. Nächste Folge, nächstes Glück. Kochen kann ich noch nichts. Aber ich kann massig Knoblauch. Wow. Also für meine Frau wäre das jetzt das Paradies. So viel Knoblauch wie 10, wie ich jetzt hier gerade raushole. Ich glaube, die würde... Also, ich glaube, da braucht ein Vampir nicht mehr in 20 Kilometer Nähe. Überhaupt erscheinen so viel Knoblauch, wie ich hier gerade mache. Aber gut, das sind halt so kleine Spielereien, die man einfach mal so sagen muss. Hatten wir ja schon mal das Thema, ne? Knoblauch. Na, einen guten Döner gehört ein Knoblauch ein bisschen ran. Wo mir gerade die Idee kommt, ob ich nicht heute dann lieber Döner hole. Da würde meine Frau sofort sagen, ja, Döner, Döner. Weil Döner ist auch etwas, was sie gerne isst. Wäre natürlich eine schöne Möglichkeit, eine schöne ergänzende Variante. Aber ich glaube, sie möchte keinen Döner. Ich glaube nicht, nee. Nee, nee. Wird gerade schon mit Argwohn angeguckt, zu wegen, warum sagt er, dass ich da Döner esse? Warum nicht? Hallo, ich sag auch gerne, dass ich, Pizza esse. Aber Pizza ist so typisch, Döner ist nicht so typisch. Ja, egal. Ich sag ja auch nichts gegen einen Döner. Obwohl, ich muss ja sagen, ich esse ja dann lieber einen Döner-Teller. Bin mit Pommes und so weiter, ne? Das finde ich ja dann immer noch besser. Aber das Problem ist, dass sie halt immer so riesengroße Portionen machen. Und man wird dann echt da mehr als satt. Und, ist zwar gerne viel, aber das ist dann too much. Oh, guck mal, was wir jetzt hier noch machen können. Oh, ich komme hier gar nicht... Ich komme hier gar nicht raus vor lauter Freude. Oh, ich werde wieder reich, Leute. Ich werde wieder reich. So, jetzt muss ich aber gleich erstmal... Links da hier, 40 Kupfer irgendwo herbekommen. Ich weiß noch gar nicht, wo ich 40 Kupfer jetzt sammeln soll. Aber okay, gut. Kühe melken. Die haben das natürlich gegessen. Und das auch. Alter, ihr Kühe, ihr seid ganz schön verfressen, wisst ihr das? Verfressene Kühe, ich glaub's ja nicht. Aber egal, wir haben viermal Milch, das ist wichtig. Kann dann in den Kühlschrank. Auch gut. So, Eier. Na. Und da rein. So, jetzt mache ich aber statt den Eiern, mache ich Mayonnaise. Wo haben wir die letzten Eier da? Ich frage mich, was passiert, wenn die das Volljahr erreicht haben, die Hühner. Also ihre Volljährigkeit. ...28 von diesem Knoblauch so... Ach verdammt, ich kann es da gerade nicht verkaufen. So, gut, dann kann ich aber jetzt das andere machen, was ich vorhatte. Nämlich in den Dungeon. In den unendlichen Dungeon. Oh. Lachsbären wieder. Es ist wieder die Lachsbärenzeit und das ist ja wieder so auffällig. Das habe ich ja bei den letzten Mal nicht gemacht. Finde ich natürlich gut. Dass jetzt gerade so die Lachsbärenzeit ist, wo die wachsen. Verkaufen kann ich da jetzt nichts. Das heißt, wir gehen hier ganz normal runter, gehen in die, boah, ich würde sagen, 10. Etage. Geht. Mal gucken. Ah, ein bisschen Kupfer ist hier dabei. Der dürfte jetzt eigentlich hier nicht durchkommen, ne? So, da haben wir noch einen
Erdkristall. Da weiß ich, dass du auch da bist. Nee, ich suche Kupfer. Ich suche wirklich Kupfer und das finde ich jetzt gerade nicht. Was mich so ein bisschen ärgert. Ja, gut, komm. Nope, zählt auch nicht. Kupfer, wo ist Kupfer? Da ist Kupfer. Drei. Vier Stück habe ich schon. Hä? Nein! Ach, da geht's runter. Perfekt. So, dann mal Kupfer. Ernsthaft? Blöde Fliege. Jetzt suchen wir mal ganz kurz hier nach Kupfer. So. Da ist noch ein Ausgang. So, mal gucken. Ob wir hier noch was finden oder nicht. Wie gesagt, ich muss jetzt einmal hier überall durch. Da ist noch Kupfer. Und das ist noch ein Erdkristall. Dann können wir schon wieder die nächste Etage runter. Und haben das schon wieder erledigt. Wie gesagt, ich suche hauptsächlich Kupfer, nichts anderes. Wenn ich hier keine Kupferquellen finde, dann muss ich mich natürlich fragen, warum finde ich keine? Ach ja, der Ring, der fehlt dann halt, ne? Jedenfalls ist die ganze Zeit alles bei mir beleuchtet, das ist wichtiger. Da muss ich nicht die ganze Zeit irgendwo mal Licht setzen und gucken und hoffen, dass da kein Gegner kommt. Finde ich es wertvoller als alles andere. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Sagt ihr lieber Licht oder lieber Stärke? Zwergenschriftrolle, super. Ja, die hat mir gefehlt. Ach, die habe ich ja so vermisst. Da war Kupfer. Ich glaube, ich habe, wie gesagt, heute nur noch den Tag. Mal kurz gucken. Nein. Oh, die Aufgabe ist weg. Und ich kümmere mich hier gerade drum. Boah, da hätte ich doch was viel Besseres machen können, als jetzt hier runtergehen und mich um diese blöden Kupferdinger kümmern. Dann gehe ich doch nach unten und farme andere Sachen. Wo ich Iridium habe. Guck mal, wie schnell das hier alles geht. Bam, bam, bam. So schnell. Da kriege ich doch eher Gold hier. Gerade die roten sind doch so schwer abzubauen. Also ich kann jetzt hier alles, glaube ich, instant abbauen. Das finde ich gut. Aber hier sind keine Gegner. Eine Omnigeode. Ich stelle mir auch gerade die Frage, was hat es mit der Ausdauer auf sich, die ich... So. Oh, 50 Energie, das geht doch. Wow. Was, ich brauche für Gold echt immer noch einen Schlag mehr? Ja, das ist jetzt beschissen. Ich habe hier eine Pilzebene gefunden. Pilzebene? Pilze, Pilze, Pilze. Ich hasse Pilze, aber ey, ich habe eine Pilzebene. Was, jetzt ernsthaft? Ich habe alles voll? Ich habe alles voll? Nein. So. Komm, und weg. Nein, das will ich nicht. Käferfleisch schmeiße ich weg. Und einen Grünalge schmeiße ich auch weg. Und
Ah, das Holz, das schmeiße ich auch weg. Das brauche ich jetzt auch nicht. So. Ich brauche dafür echt immer noch zwei Schläge für Gold. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen nervig gerade, ne? Aber okay, gut. Na komm. Wieder ist mein Inventar. Ja, das wird mit dem Müll hier zugekleistert. Die Fasern brauche ich auch nicht. Ja, nehme ich da die Steine in Kauf oder hier das Gold, ganz wichtig. Brauche nämlich noch Gold. Ernsthaft. Oh Mann. Was habe ich bekommen? Algen. Petro, brauchst du noch Algen? Ja. Oh, oh, oh. Oh Leute, das ist ein Elite. Also, das ist ein besonderer. Hier, also, mit Stern. Mit Sternchen. Oh, und der hat sogar einen Ring dabei. Und den Ring, den will ich haben. Ernsthaft, weg damit. Da ist er. Erhöht den Radius von Aufnehmen von Gegenständen. Der Magnetring. Wunderbar. So, und ich brauche von euch, keine Ahnung, ob ich das brauche, aber egal. So, hier haben wir dann noch einen Pilz, den ich auch schon wieder nicht einsammeln kann. Komm mehr, du blöder Fledermaus. Das will ich auch nicht haben. Na gut, den brauche ich nicht. Mann, weg damit. Oh, perfekt, runter. So, was macht man dafür weg? Machen wir die Geode weg. Wie, du machst die Geode weg? Bist du denn des Wahnsinns? Ja, ganz einfach. Geode. So, das Gold holen wir uns auch noch. Und dann können wir eigentlich rein theoretisch wieder erstmal wieder zurück. Ich kann den Ring verkaufen. Bestimmt ist der viel wert. Weil, okay, wir haben den jetzt eigentlich sehr, sehr spät erhalten, ne? Hä? Warum gehe ich denn jetzt zu Linus? Troplay, komm, stell dich mit ans Feuer. Fühlt sich großartig an. Ich hatte gehofft, dass du mal vorbeischaust. Wieso schwitzt er? Ich wollte mich entschuldigen, dass ich dir am Anfang so misstraut habe. Die meisten Leute behandeln mich nicht gut. Also habe ich gelernt, etwas vorsichtiger zu sein. Aber du warst ungewöhnlich nett zu mir. Du bist eine einzigartige Person. Und ich denke, dass wir gute Freunde sind. Hey, ich will dir etwas zeigen. Komm rein. Was will er mir denn jetzt in seinem Zelt zeigen? Das klingt komisch. Oh, alles klar. Siehst du das? Das ist ein spezieller Fischköder, den ich herstelle. Ich verwende nur das allerbeste Material. Ich würde glatt am liebsten reinbeißen. Hier, du sollst das Rezept auch haben. Herstellung des wilden Köders erlernt. Okay, wunderbar. Damit haben wir jetzt den Köder gelernt. Eigentlich wollte ich jetzt noch verkaufen gehen, aber ich sehe gerade, der hat schon zu. Der hat ja nur bis 20 auf. Das heißt, wir können also ohne Probleme zurückgehen. Wobei ich jetzt mich gerade frage, warum ich das andere genommen habe, aber gut. Naja. Egal. Dann ist die Runde. Ich frage mich eigentlich, wann mal wieder der nächste Sturm kommt. Ach, ich habe ja gar keinen Platz mehr in den Taschen. So. Also, dann rüber damit. Das darüber. Steine rüber.
Kupfer rüber, das rüber, das rüber, das und das. Gold rüber. Das war's. Dann können wir auch die Mayonnaise holen. Haben wir noch ein bisschen was zum Verkaufen? So. Die Schriftrolle kann verkauft werden. Die Pilze muss ich mal gucken, ob ich damit nicht irgendwann mal was machen kann. Genauso mit der Mayonnaise. Aber erstmal verkaufe ich das, wobei die Lachsbeere möchte ich behalten. Das da auch. Das packen wir mal rüber. Muss ich irgendwann mal gucken, mir so eine Milchherstellungs- oder irgendwas anderes herzustellen. So, dann haben wir die Beeren. Pilze rüber. So, wir wollen nur die besten Pilze behalten. Das heißt, ihr könnt verkauft werden. Genauso bei den Beeren. Das kann auch alles verkauft werden. Noch irgendwas doppelt. Eine Lachsbeere in so einer guten Qualität. Und der Rest nicht, aber ich habe auch eine Pflaume in einer wilden Qualität. Gut. So, also wir haben jetzt die Sachen, die wir verkaufen können. Wir können jetzt neue Köder herstellen. Wundert mich gerade, dass wir nicht die Köder herstellen können, ne? Köder? Wilder Köder. Aha. Das ist praktisch. Dann können wir die Köder verkaufen. Dann kann ich nämlich jetzt die anderen Köder herstellen. So. Und wir können auch die Schleimmaschine anmachen. Auch ganz wichtig. Die schleimige Maschine. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein. Wow, 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 wow. Bombe. Dich wollte ich jetzt nicht haben. Die Bombe wollte ich jetzt wirklich partout nicht haben. Den Magnetring packen wir da hoch. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder fertig mit der Folge. Wir gucken, was wir verdient haben. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Hier ist das Geld. Komm. Ja. 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 Tschüss.